Es ist der größte Bühnenerfolg der letzten Jahre. War Horse, die Geschichte einer Freundschaft zwischen Mensch und Tier, zwischen dem englischen Jungen Albert und seinem Pferd Joey. Ausgezeichnet mit 6 Tony Awards, umjubelt in London, New York und Toronto. Klar, dass Johannes Mock O'Hara von Stage Entertainment nicht lange überzeugt werden musste, die Show des National Theatre of Great Britain nach Berlin zu holen. Derjenige, der in dieser Show sitzt, kann das nachvollziehen. Sie ist zutiefst bewegend, eigentlich ganz simpel. Sie wird mit null Aufwand eigentlich inszeniert, bis auf diese fantastischen Puppen hier. Aber es finden keine Special Effects statt. Es gibt keinen Schnickschnack auf der Bühne. Mit ganz einfacher Theatermagie wird diese Geschichte zum Leuchten gebracht und man ist sofort drin. Und das verdankt das Stück vor allem dem Zusammenspiel der Darsteller mit den Puppets der südafrikanischen Handspring Puppet Company. Allen voran dem atemberaubenden Star der Show, das Pferd Joey. Gemeinsam mit einem rund 30-köpfigen Ensemble begleiten die Zuschauer die Freunde Albert und Joey von einem malerischen Dorf in der englischen Grafschaft Devon bis in die kriegsentscheidenden Schützengräben Nordfrankreichs. Die Vorlage zum Bühnenstück hat der britische Kinderbuchautor Michael Morpurgo geschrieben. Für ihn geht mit der Aufführung in Berlin ein Traum in Erfüllung. Das bedeutet mir viel. Ich bin wirklich ein Nachkriegseuropäer. Ich habe erlebt, wie Europa wieder zusammengewachsen ist. Eigentlich ist es die beste Geschichte, die es überhaupt gibt. Ein Kontinent, der sich seit Jahrhunderten bekriegt hat. Und während meines Lebens gab es einen gemeinsamen Wunsch, diese Konflikte auszuräumen. Das ist wunderbar. Aber wir müssen uns daran erinnern. Die Geschichte muss erzählt werden. Denn wenn wir das nicht tun, passiert es genau so wieder. War Horse gelingt genau das auf eindringliche und anrührende Weise. In Deutschland könnte es keinen besseren Ort für War Horse geben als Berlin, findet Johannes Mock O'Hara, der Produzent und Deutschlandchef von Stage Entertainment. Wir haben das Theater des Westens, das Stage Theater des Westens in Berlin, gehört zu unserer Gruppe und ist das einzige Theater, was wir besitzen, was den Ersten Weltkrieg erlebt hat. Es ist ein historisches Haus. Es gehört zu den bekanntesten Bühnen Deutschlands und es ist das Theater des Westens. Und es geht in diesem Stück um England, um Frankreich und um Deutschland. Und somit passt dieses Theater und das Stück einfach wunderbar zusammen. Mit War Horse ist dem National Theatre ein Meilenstein und absoluter Publikumsmagnet gelungen. 1,8 Millionen Zuschauer haben das Stück allein in London erlebt. Und am Broadway war War Horse die erfolgreichste Produktion 2011. Die deutschen Zuschauer dürfen also auf einen emotionalen Hochgenuss gespannt sein. Im März 2013 feiert War Horse im Berliner Stage Theater des Westens Deutschland Premiere. Der Vorverkauf ist ab sofort geöffnet.